Und herzlich willkommen, liebe Lumion-Anwender und liebe Lumion-Interessenten. Mein Name ist Frank Schröer von der Generalvertretung Lumion Deutschland. In diesem kleinen Video möchte ich Ihnen die Schnittstelle von Archicad 21 zu Lumion 8 vorstellen. Das Ganze sollte aber auch unter Archicad 19 oder 20 funktionieren. Stellen Sie sicher, dass alle 3D-Objekte dargestellt und auch mit entsprechenden Farben oder Materialoberflächen versehen sind. Wählen Sie danach einfach Ablage und dann Speichern als und anschließend die SketchUp-Schnittstelle. Geben Sie der Datei einen Namen und stellen das folgende Menü so ein, wie bei mir zu sehen. Als SketchUp-Version können Sie auch eine ältere Version auswählen. Nach dem Speichern Ihres Modells öffnen Sie in Lumion 8 eine neue Szene. Wählen Sie dort im Objekte-Menü Importierte Objekte und anschließend Neues Objekt importieren. Das ausgewählte SketchUp-Modell wird jetzt mit dem angegebenen Namen in die Lumion-Bibliothek eingefügt und anschließend erhalten Sie direkt die Möglichkeit, es in Ihre Szene abzusetzen. Sollte sich an dem Modell was ändern oder Sie haben einen Fehler festgestellt, der behoben werden muss, reicht es aus, das Modell einfach zu aktualisieren. Nehmen Sie dazu die nötigen Änderungen im Archicad 3D-Modell vor und überschreiben einfach die schon mal exportierte SketchUp-Datei mit den neuen 3D-Informationen. In Lumion drücken Sie, wenn das Modell selektiert ist, einfach auf Aktualisieren und alle Änderungen werden übernommen. Bereits erstellte Materialdefinitionen aus Lumion bleiben bestehen. Auch für Varianten stellt Lumion eine Möglichkeit bereit. Speichern Sie sich eine Modellvariante als weitere SketchUp-Datei. Wählen Sie im Lumion Variante hinzufügen und anschließend Ihre Datei der Variante. Nach dem Import können Sie ohne Ladezeit bis zu 10 Varianten einfach wählen und aktivieren. Auch die Materialbelegung kann variantenbezogen gestaltet werden. Lumion greift hier auf die Farb- oder Texturgestaltung aus Archicad zurück und erstellt daraus die richtigen Objektgruppen zum Texturieren. Nach dem Import und der Materialbelegung Ihres Modells in Lumion steht Ihnen nun eine Ausstattung Ihrer Szene mit Vegetation, Interieur, Exterieur, Menschen, Autos und viel mehr nichts mehr im Wege. Lumion liefert in der Pro-Version dafür über 4300 fertige 3D-Objekte.
Sollten Sie als 3D-Exportdatei aus Archicad eine Collada-Datei bevorzugen, liefert Lumion auf seiner Homepage ein passendes Plugin dazu. Der Link zu diesem Plugin befindet sich in der Videobeschreibung.